Hi ihr Lieben! Hallo! Heute haben wir mal einen Schmuck-Haul für euch verbunden mit einer Shop-Vorstellung, denn wir wurden angeschrieben vom Shop Crazy Factory. Die haben im Internet ganz, ganz viel Schmuck, aber auch Handyhüllen und Zubehör und sowas. Und den Shop kannten wir vorher ehrlich gesagt noch nicht und waren dann ganz überrascht, als wir uns die Seite angeguckt haben, was für tollen und vor allen Dingen was für günstigen Schmuck es da gibt. Also wir sind, glaube ich, fast vom Hocker gekippt. Ja. Das ist wirklich hochwertiger Schmuck, so aus Chirurgenstahl, der nicht abfärbt und trotzdem zu echt guten Preisen. Und da wollen wir euch heute mal eine kleine Auswahl vorstellen. Vor allen Dingen, wir haben da echt super lange geguckt, weil es so viel Auswahl gab. Ne? Ja, ja, und vor allen Dingen gibt es auch so schöne Sachen, Roségolden, alles, was gerade irgendwie modern und im Trend ist. Ja, dann fange ich jetzt direkt mal mit einer Kette an, wo wir gerade beim Thema Roségold sind. Ich bin ja so ein Fan jetzt davon und ich wollte einfach unbedingt jetzt mal so passende Sets haben. Deswegen habe ich mir hier so eine Love-Kette ausgesucht. Die ist Roségold und halt einfach Love. Steht da drauf und ich finde sie super süß und ich bin jetzt auch wieder voll der Fan von solchen kleineren Ketten. Ja, ich auch. Und ja, ich mag sie wirklich sehr gerne. Ich habe mir dann auch noch einen Ring ausgesucht, der ist auch Roségold, passt gleich dazu. Das ist eigentlich so ein Midi-Ring, aber mal, weil meine Hände so klein sind, passt der auch normal auf diesen hier oder auf den kleinen Finger. Und der gefällt mir eben ganz gut, weil der dezent ist und auch irgendwie so ein kleiner Hingucker. Der ist super süß, ja, ja. Ich mag den voll gerne. Ich habe mir noch eine zweite Kette ausgesucht und zwar ist das auch wieder Roségold. Und zwar ist das so ein mit so einem Pfeilanhänger. Das fand ich irgendwie ganz süß, jetzt auch dann für den Frühling irgendwie. Das sieht man jetzt öfter mal, so Pfeilketten irgendwie. Mhm. Und wie gesagt, Roségold ist jetzt gerade echt meine Lieblingsfarbe und da finde ich die echt ganz passend dafür. Super, dann schließe ich mich mal an. Ich habe auch noch, habe ich mir passend zu meiner Uhr ausgesucht, so ein Armband hier. Das ist mit solchen Kleeblättern und man kann das einfach so aufschnappen. Das ist voll praktisch. Das ist praktisch, ja. Ja, eben schnell, vor allen Dingen morgens, wenn man nicht so viel Zeit hat, dann kann man das einfach so zack drum machen und ist bereit und kann dann aus dem Haus gehen. Also und ich finde das auch voll schön, das reflektiert hier so, ne? Ja, also, so Perlmutt. Richtig schön sieht das aus. Mhm. Ich habe mir jetzt auch noch ein Armband ausgesucht und zwar natürlich wieder Roségold. Es kommt gleich auch noch was anderes. Und zwar ist das auch einfach so, das kann man einfach so auf den Arm so drauf machen. Das finde ich immer ganz praktisch und das hat einfach so, ja, so zwei Streifen oder eine Armspange. Genau, es sieht halt sehr ja, schlicht aus, aber fällt halt irgendwie dann trotzdem wieder so ein bisschen auf durch die Farbe und passt dann natürlich auch ganz gut zu den Ketten. Super. Ich habe jetzt auch noch was, das trage ich gerade und zwar diese Ohrringe hier. Ich weiß gar nicht, wie man die nennt, so ein Doppelstecker. Damals, ich weiß noch, habe ich sie überall gesucht, überall und ich habe sie nicht gefunden. Und jetzt habe ich hier solche schönen, die dann auch noch so edel sind und schön glänzen. Die sehen echt super schön aus. Ich habe auch dieselben in weiß und ich habe noch welche in hellblau. Finde ich auch super schön und passen auch sehr gut zu meinem Nagellack, den ich gerade trage. Und die werde ich mir gleich auch mal reinmachen. Super. Ja, und ich habe auch noch welche in grün. Das ist so ein richtig schönes dunkelgrün. Das mag ich ja sowieso gerne. Ich bin ja eher so Erdtöne, ja, das warme passt Farben. Richtig gut zu dir. Ja, und da werde ich die dann demnächst bestimmt auch ganz oft tragen. Ich habe jetzt noch ein Armband, das trage ich auch gerade so. Passend zu meiner Love-Kette, würde ich jetzt mal sagen. Mit so einem Herzanhänger, auch wieder in Roségold, weil es muss halt einfach irgendwie alles zusammenpassen, wenn man dann mal eine neue Farbe quasi integriert. Und ich finde das einfach ganz süß, weil es sehr schlicht ist, aber mit diesem Herzchen hier noch sieht es echt super süß aus. Passt auch irgendwie zum Frühling, finde ich, so Herzen und alles mögliche. Ja, finde ich auch, ja. Ah, cool. Ich habe mir dann auch noch einen Midi-Ring ausgesucht, so einen ganz kleinen, den trage ich dann auf meinem kleinen Finger. Und den finde ich einfach so schön filigran, weil der solche Blätter hat, also irgendwie zwei Zweige ineinander. Und ich finde, das erinnert mich immer so ein bisschen irgendwie an so Fantasy und Mittelalter, ja, und so. Also das mag ich irgendwie so gerne. Der ist echt super schön. Ja. Ich habe auch noch einen Ring und zwar ist das auch wieder, wie nennt man die nochmal, so ein Midi-Ring, ne? Ja. Habe ich hier an dem Finger, auch mit zwei Herzen, finde ich wieder sehr passend zu meinem Motto, Love. Der passt auch sehr gut zum Armband und ich finde einfach diese Midi-Ringe immer super. Der würde mir leider auch so sonst nicht passen bei meinen dicken Fingern, aber ja, den finde ich wirklich sehr schön mit so zwei Herzen dran. Mhm. Ja, wirklich so ein komplettes Set, war gut. Ja, jetzt passt halt auch alles zusammen. Jetzt muss man nicht irgendwie Silber und Roségold dann irgendwie mixen, wenn man das nicht will. Ja, super. Dann habe ich mir noch ganz süße Ohrringe ausgesucht. Das sind so kleine Mini-Kreolen, also die sind wirklich ganz, ganz süß. Und ich habe ein Armband, das sieht fast genauso aus, deswegen passen sie sehr gut dazu. Ich habe sie mir extra deswegen ausgesucht und allgemein, weil ich auch dezente Sachen öfter mal trage. Und diese hier waren reduziert und es war einfach unglaublich vom Preis. Die haben 2,65 € oder so in der Art gekostet. Sind eben aus
aus diesem Chirurgenstahl, was bei den Zungenbrechern, ne? Ja. Färben nicht ab, sind gut für die Ohren und deswegen habe ich die mir sofort ausgesucht. Das waren die ersten. Perfekt. Ich habe jetzt zum Schluss auch noch mir nochmal so ein Armbandset ausgesucht mit so ganz vielen verschiedenen. Einen so einen etwas breiteren und dann halt, oder nicht Armbänder, Armreifen ja eigentlich eher. Und so ganz verschiedene Farben passen richtig gut zu so einem Indian Summer Motto. Ja, wir hatten gerade schon so eine Eingebung. Genau, also das sind richtig coole Farben dann im Sommer. Ich liebe ja auch so diesen Hippie-Look und so verschiedene Farben. Und die kann man dann ja auch einzeln oder halt alle zusammen kombinieren. Ja, da sehe ich schon so ein Outfit-Video. Das setzt sich schon immer den Kopf zusammen. Ja, cool. Ich habe mir dann nochmal passend dazu vielleicht auch sogar einen Kopfschmuck ausgesucht. Und zwar sind das so ganz kleine, dezente Rosen, nicht solche großen. So kann man das dann aufsetzen und ich stelle mir das ganz gut vor. Ja, ne? Gerade auch für Leute, die vielleicht nicht immer diese Rosenkränze tragen wollen. Ja, stimmt. Ich habe mir auch noch zwei Haarbänder ausgesucht und zwar einmal ein eher schlichtes in so einem Rosaton. Das kann man, glaube ich, immer ganz gut gebrauchen, wenn man zum Beispiel sein Make-up oder so macht, auch in Schminktutorials, genau. Da kann man das ganz gut nehmen. Und ich habe noch mal einmal eins mit so Spitze. Das finde ich echt richtig schön und das kann man eigentlich auch so dann ganz gut in die Haare machen oder in eine Frisur integrieren. Ja, finde ich auch richtig gut. Schön ist das. Ich habe auch noch ein anderes. Das erinnert mich so ein bisschen irgendwie an diesen 20er-Jahres-Style. Ja, das hätte auch richtig gut gepasst zu meinem Great Gatsby-Make-up-Look. Ja, so. Stimmt, vorher schon gehabt. Wenn wir mal eine Motto-Party machen. Dann dann auf jeden Fall. Weil das hat irgendwie diese Perlen und ist ganz super schön, irgendwie so elegant, finde ich. Das macht es auch so besonders mit diesen Perlen da so drin halt direkt. Ne? Voll toll. Schön. Dann kommen wir jetzt schon zu Körper-Tattoos. Für den Sommer. Das ist sowas, was ich noch gar nicht irgendwie so lange kenne. Ich glaube, letztes Jahr sind die aufgekommen. Weil ich finde so normale Tattoos jetzt gar nicht immer so toll, aber solche goldenen sind richtig schön. Und da habe ich mir eins mit so einer Feder ausgesucht und das stelle ich mir richtig toll vor auf gebräunter Haut, wenn man dann halt so ein goldenes Tattoo hat, was dann da noch so glänzt. Ich hatte letztes Jahr auch schon Flash-Tattoos, die habe ich mir mal irgendwann besorgt, aber da gab es noch nicht so coole Motive und jetzt zum Beispiel bei Crazy Factory habe ich so viele schöne Motive gesehen und dieses hier, das ist einfach so richtig so hippie-mäßig und so. Und ich habe auch herausgefunden, wenn man das dann trägt und dann wirklich mal sich in der Sonne bräunt, dann, und das abwäscht, dann irgendwann hat man den Abdruck davon. Ach, wie cool. Also ich fand das voll cool und das möchte ich. Ich möchte gerne einen Abdruck hiervon haben. Ja. Mal gucken, ob voll das cool klappt. Vor allen Dingen, die waren auch richtig günstig. Ich glaube, die haben irgendwie nur 70 Cent zum Teil gekostet. Und die sind halt echt richtig schön. Nicht so, die sehen halt nicht so einfach aus von den Motiven. Das sind halt richtig so schöne Sommermotive halt. Allgemein gibt es auf der Seite viele Tattoos, auch solche, die aussehen, als wenn sie echt gewesen wären zum Beispiel. Also so ein Set hier nochmal. Da sieht man nochmal, da kann man dann auch so um den Arm drumherum machen. Oder so. Ja, super, man kann die auch teilen, ne, zuschneiden. Ja, echt toll. Also ich bin schon voll der Fan von diesen Tattoos. Ja, und auch Tattoos für die Lippen habe ich entdeckt. Und zwar habe ich mir sowas hier ausgesucht. Also ihr seht schon, das ist so ein, was ist das überhaupt? Leoparden oder nee, eher Giraffen? Giraffen. Ja, stimmt. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber sieht richtig cool aus. Animal Print für die Lippen. Und ich wollte immer schon mal so ein Lip-Tattoo ausprobieren. Und das mache ich dann demnächst in einem extra Video, in einem Produkttest. Und dann. Oh, ich bin schon so gespannt, wie das dann aussieht und wie das funktioniert. Ich kannte das vorher noch gar nicht. Ich habe das jetzt vor kurzem mal auf YouTube irgendwie gesehen. Ja. Aber wie gesagt, vorher kannte ich das noch nicht. Ja, und ob das so auf meine Lippen passt und wie das aussieht. Ja. Oh, du musst dann unbedingt auch Fotos und alles machen. Ja, oh je. Zum Schluss haben wir uns jetzt noch so Wimpern ausgesucht, kann man ja immer total gut brauchen. Ich finde es halt auch echt toll, dass es da einfach alles gibt. Schmuck, Wimpern, alles, was man irgendwie braucht. Ja. Und die sind auch richtig schön, die sehen super natürlich aus. Genau, ne? Finde ich auch. Und die könnte man sich ja auch noch, wenn sie ein bisschen zu lang sind, noch ein bisschen zurechtschneiden oder so. Das mache ich immer gerne. Ja, stimmt. Extra ans Auge so anpassen, ne? Ja. Zum Schluss habe ich noch was ein bisschen Außergewöhnlicheres und zwar so eine Haarspange hier. Die mag vielleicht nicht unbedingt alltagstauglich aussehen, aber ich habe mir da schon sowas vorgestellt und zwar so ein Steampunk-Look. Da passt das ja ganz gut dazu und dass ich dann hinten die Haare einfach damit zusammen mache. Die hatten auch richtig viele so Steampunk oder viktorianisch angehauchte Sachen im Online-Shop und ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das dann sein wird. Ja, das war es jetzt auch schon von unserem Haul. Vielleicht hat euch das ja gefallen und wir verlinken euch auf jeden Fall nochmal den Online-Shop in der Infobox, falls ihr da auch mal vorbeischauen wollt. Es lohnt sich auf jeden Fall, denn es ist wirklich für jeden Geschmack was dabei. Ja. Und die Preise sind wirklich super günstig. Also da kann man echt ein gutes Schnäppchen dann machen. Und vielleicht können wir auch die Produkte, wenn die noch erhältlich sind, auch alle verlinken. Genau.
Und sonst haben wir auch eine gute Nachricht für euch. Und zwar haben wir eine kleine Verlosung organisiert. Dafür machen wir ein extra Video. Das kommt dann genau in einer Woche und zwar dann am nächsten Sonntag online. Da stellen wir euch so ein paar Sachen auch vor, die ihr dann alle gewinnen könnt. Und die sind natürlich auch alle von Crazy Factory. Und das ist ein richtig süßes Set und wir hoffen, dass ihr euch damit... Ja, das passt auch zu Ostern. So viel können wir vielleicht schon mal verraten. Genau, aber mehr noch nicht. Genau, also dann bis spätestens nächsten Sonntag. Ansonsten sehen wir uns wie gewohnt vielleicht schon am Dienstag wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.